You up in boom, 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 boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. What's up, little chickens? Es ist endlich soweit. Finally. Shredded 2.0, Episode 13. Die Episode, um die sich diese ganze Serie hier gedreht hat. Heute ist Wettkampftag, Showday. 20 verdammte Wochen sind um. Ich fühle mich gut soweit. Das Wichtigste, die größte Priorität für mich war wirklich gestern oder beziehungsweise heute Nacht genug Schlaf zu kriegen. Hatte ich. Hab doch gemerkt, dass ich... Also so bin ich echt nicht aufgeregt, aber unterbewusst, bis ich eingeschlafen bin und immer wieder, wenn ich zwischendurch aufgewacht bin, hat es immer eine Zeit gedauert, bis ich dann wieder eingeschlafen bin. Also unterbewusst ist natürlich schon etwas Aufregung vorhanden, aber ich habe genug geschlafen, habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und der Bauch ist wieder back in Form. Jetzt nochmal eine Kleinigkeit werde ich, glaube ich, schon essen. Der Kaffee jetzt natürlich, die gesamte Morgenroutine, alles wie immer. Gefühl ist gut. Gefühl ist wirklich gut. Ich bin bereit und werde den Tag jetzt erstmal starten. Mit dem Coffee in der Hand. Mit dem Coffee in der Hand will ich euch jetzt nochmal die Form zeigen. Ne, wartet. Erstmal geht's ins Schlafzimmer. Ich will euch nochmal zeigen, was natürlich hier für Vorkehrungen getroffen werden müssen. Denn gerade weil dieses Airbnb so liebevoll eingerichtet ist, alles so schön hell und freundlich, legen wir natürlich umso mehr Wert darauf, es nicht komplett einzusauen. Deswegen hier eigene Bettwäsche mitgebracht, Kopfkissen, alter Bettbezug und Bettlaken. Denn ihr seht, die Farbe hinterlässt natürlich ihre Spuren und es wäre natürlich schade, den lieben Besitzern hier alles einzusauen. Also da natürlich Vorkehrungen getroffen, auch hier immer vorsichtig sein mit Anfassen. Jetzt gucken wir hier nochmal. Das sieht doch wieder besser aus. Die Adern am Start, aber tatsächlich noch etwas flach. Bisschen flach, da gehen noch Carbs rein, deswegen werde ich doch jetzt ein bisschen laden. Ansonsten meine Morgenroutine wie immer, als das allererste, was ich gemacht habe heute, meditiert natürlich wie jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen. Das erste, was ich mache, 10 Minuten Guided Mindfulness Meditation. Und da kann ich euch die App Headspace wirklich wärmstens ans Herz legen. Probiert sie aus. Dennis, danke Bro, dass du mich auf Headspace gebracht hast. Die könnt ihr auch 10 Tage gratis ausprobieren. Werde ich nicht gesponsert für oder so, aber es ist halt eben ein Life-Changer. Deswegen kann ich euch das nur wärmstens ans Herz legen. Ist am Anfang schwerer reinzukommen, aber dann wirklich Life-Changer. Und jetzt erstmal aufs Essen. So, ich werde mir jetzt hier doch nochmal so ein kleines Meal geben, aber hier echt nur, ich weiß nicht, ich glaube nicht mal die Hälfte. Das ist einfach hier jetzt gekochter Reis, Banane, Apfel, Honig, hier oben nochmal ein bisschen Whey, Coffee dazu, that's it. Vielleicht noch ein paar Reiswaffeln mal sehen, aber nicht allzu viel. Bisschen mehr über die Hälfte jetzt gegessen, das lasse ich hier übrig. Werde ich natürlich mitnehmen dann zum Wettkampf. Dabei belasse ich es dann, weil ich fühle mich wie gesagt noch relativ voll. Wir haben es jetzt übrigens 10.15 Uhr, das heißt um 9 Uhr. Hat die Meisterschaft angefangen mit den ersten Klassen. Wir fahren jetzt, werden uns so gleich auf den Weg machen. Alles ist ja gestern Abend schon vorbereitet. Zeige ich euch gleich nochmal, dass wir um 11 Uhr etwa da sind. Ich bin um 12.30 Uhr mit Tanning dran. 15 Uhr etwa meine Klasse. Das heißt, mehr als genug Puffer. Wenn wir um 11 Uhr da sind, habe ich echt noch mindestens 4 Stunden wirklich, bis es losgeht. Und kann bis dahin natürlich auch noch ordentlich essen, wenn es sein muss. Wie gesagt, das reicht erstmal. Hab genug geladen. Form steht heute Morgen wieder. Bin mega gut gelaunt. Hausaufgaben sind gemacht. Jetzt kann ich auf die Bühne gehen und Gas geben. Alles andere liegt nicht mehr in meiner Macht. Ein kleiner to go hier. Dann zeige ich euch jetzt mal, was ich noch hier jetzt alles heute mitnehme. Was die komplette, ja, unmittelbare Contest Prep beinhaltet. Hier ist alles drin. Einmal natürlich Reiswaffeln hier. Reiswaffeln natürlich für zwischendurch. Hier noch verschiedene Shakes. Was die Shakes beinhalten. Das erzähle ich euch, wenn wir vor Ort sind. Die gibt es kurz vorher, etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde vorher. Was haben wir hier? ERAs. Einfach, just to be safe. Hier nochmal ERAs. Crea Beta habe ich heute noch nicht genommen. Deshalb Bananen nochmal für zwischendurch.
Snickers gibt's auch kurz vorher. Wie, wo, warum? Erzähl ich später nochmal. Dann noch ein Terraband fürs Warm-up natürlich, obwohl da auch Hanteln und alles vorhanden ist. Das sind auch Tubes, brauchen wir eigentlich nicht. Kopfhörer natürlich, um kurz vorher nochmal das Mindset auf 110% zu bringen. Natürlich das Allerwichtigste heute, Posinghose. Da kommen gleich nochmal die Posing-Nummern ran. Betreuerausweis und so weiter, auch alles dabei. Da kommt jetzt noch das hier zu. Hier das ganze Essen, die beiden Mahlzeiten noch mit dem Honig. Und das war's dann. Das ist alles, was dabei ist. Und damit sind wir perfekt wirklich für den ganzen Tag von Anfang bis Ende ausgestattet. Hier nochmal bei Arne. So ziemlich das Gleiche. Ihr seht, die Ausstattung ist wirklich komplett gleich. 100 Metern rechts abbiegen auf Anshausener Straße. On our way. 15 minutes till destination. Es ist 11 Uhr. Rechts abbiegen okay, kurz auf Anshausener Straße. Sind wir 11.15 Uhr da. So, bewaffnet mit Isomatten, Fußrolle, Taschen, alles. Allem geht's jetzt in die Halle. Da sind wir, People. Drittes Jahr in Folge. Hat ja schon gestartet, wir haben eben noch über Instagram gecheckt, die Junioren sind oder waren jetzt auf der Bühne, dann kommen die Frauen, also es dauert noch eine ganze Weile, bis wir dran sind. Und jetzt suchen wir uns erstmal ein schönes Plätzchen oben, machen es uns gemütlich. Und jetzt hier nochmal schon so ein kleiner Eindruck für euch, wie es drin so aussieht. So Leute, ein Jahr später, beziehungsweise jedes Jahr jetzt. Tradition. Genau. Stefan hier wieder getroffen, vor zwei Jahren an der Provo Classic gestartet, im Finale. Genau. Er ist Dritter geworden, ich Vierter. Letztes Jahr wieder getroffen, war er wieder auf der Bühne und jetzt... Ja, du bist verrückt. Drittes Jahr in Folge. Ich bin echt süchtig danach, gell? Alter. Ganz schlimm. Nee, die Sache ist, die letztes Jahr war es ja ein bisschen chaotisch bei mir. Hatte ich ja vier Wochen vorher Muskelfaserriss im Beinbizeps, alles nicht so gelaufen. Ja. Und habe ich halt durchgezogen. Und ja, deswegen war die Form da auch nicht ganz so gut. Und weißt du, da warst du nicht ganz so yeah, viel, aber... War ich ganz gut, war schon yeah, gut, aber halt hat nicht ganz fürs Finale gereicht. Und diesmal soll halt Ziel Finale sein und freue mich, dass wir wieder zusammen oben stehen. Ich mich auch. Und das einfach genieße und auf das jeden miteinander Fall. Ist wir geil. Sind auch ein Kilo auseinander, 68,6, ne? 68,8 diesmal eingebogen. 68,8, okay. Ja, genau. 67,8, genau. Ja, cool. Geht wieder los. Zwei ja, Jahre später. Schauen wir mal. Wer diesmal rumkommt, die beste Karte hat. Auf jeden Fall, wir sind schon wieder yeah, hau rein. Das Lager wird aufgeschlagen. Wir sind jetzt erstmal hier ziemlich am Gang oder direkt am Gang. Das Lager ist aufgeschlagen hier. Es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Level als vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren kam ich hier mit Dennis an. Bro, never forget. Hatten nichts dabei, keine Isomatte, gar nichts. Ein Rucksack mit einer Handvoll Sachen, das war's. Also das war ein bisschen stressig dann. Da mussten Freunde noch Isomatten mitbringen, aber jetzt. Isomatte am Start, Kopfkissen natürlich hier die Rolle. Beine ein bisschen hochlegen, Decke natürlich, weil es hier schon relativ kühl drin werden kann. Ja, ist alles dabei, natürlich der Stack, den ihr eben schon gesehen habt. Arne ist hier schon ready im Entspannungsmode. Einen kleinen Überblick verschaffen. Yes. So eine Stunde circa muss mein letzter Training-Durchgang losgehen. Jetzt gab es gerade ein Update. Wir haben hier nämlich gerade mal gefragt, David, viele Grüße, einer der des GmbF-Teams hier und er hat uns gerade hier ein Update gegeben, wann wir dran sind. Ich habe ja geschätzt 15 Uhr, aber er hat mir gerade gesagt 18 Uhr. Superband haben etwa 18 Uhr. Arne um 21.30 Uhr, circa 21.30 Uhr. Später als letztes Jahr. Im Finale. Und das ist schon alles krass. Das ist auf jeden Fall wesentlich später, als wir gedacht haben. Weil, ja, sonst war ja immer Vorrunde, vormittags um 11 Uhr, dann nachmittags nochmal, ich glaube so 15 Uhr war ich. Und jetzt bin ich das 18 Uhr das erste Mal auf der Bühne, also wir liegen hier eine ganze Zeit lang wirklich noch rum entspannt. Ja, aber was können wir machen? Wir können entspannen, ein bisschen laden, alles das, was eben notwendig ist. Alter, Digga, was ist das für eine Form? Guter Platz. Richtig gut, ey. Dankeschön. Leute, hier Henry, erstmal. Hat mir gerade gesagt, einer meiner ersten Abonnenten gewesen. Der 11. oder 12. Der 11. oder 12. Zieh ich das mal rein. Wie krank ist das ja, denn, bitte? Und ich habe nur 4 oder 5 Leute abonniert. Also, Alter. Könnt ihr mal sehen. Ey, das weiß ich echt zu schätzen. Danke ja, für den Support. Viel Erfolg. Und dir vor allem erstmal nochmal. Das muss ich nochmal. Zieh euch das mal rein. Krass. Richtig geil. Hammer. Und hier, ihr seht, Hard Rock always pays off. Zweiter Platz. Richtig geil, Mann. Also Durchhaltevermögen zahlt sich aus, auch wenn so Tiefpunkte kommen in der Diät wie dein vorletztes Video oder so, also, wo man einfach mal so fertig ist. Aber ich fühle es, ich weiß es auch. Ja. Auch wenn du richtig hart alles
Also ich sag mal, eine Sommerdiät, das kann man einfach nicht vergleichen mit einer Wettkampfdiät. Eine Sommerdiät würde man sich auf wünschen. Auf 10%, oder? Das ist einfach easy. Aber wenn, ja, dann ist irgendwann wird es einfach räudig. Ja. Aber es lohnt sich, wenn man durchhält. Und in diesem Sinne, seht ihr, geil, Mann. Mach's gut, ehrlich. Also wirklich, du musst es feiern. Danke schön. Ne? Hau rein, und danke dir nochmal. Yes. So, letzter Termin. Dritte Schicht, jetzt schon um 12.30 Uhr. 18 Uhr bin ich erst dran, das heißt danach. Dann werde ich echt mich einfach hinlegen, essen und schlafen. Also ich würde wirklich mich noch einige Zeit hinlegen und schlafen. Ich bin auch ein bisschen müde. Ich muss sagen, vor 2 Tagen war das Wohlbefinden. Also da war ich wirklich on point, 110%, weil jetzt die letzten 2 Tage ein bisschen Schlafmangel gehabt. Das schlägt sich bei mir immer so ein bisschen auf den Magen wieder. Das ist so ein ganz bisschen Unwohlsein im Magen, einfach so ein leichtes Gefühl, aufgebläht zu sein. Dadurch denkt man halt, man ist nicht so shredded, was aber gar nicht so ist. Von daher eigentlich alles gut von der Form. Aber das Wohlbefinden, muss ich sagen, war vor 2 Tagen besser. Aber nachher geht es erstmal in Mode. Jetzt geht es erstmal ins Tanning und werden wir erstmal Hautfarbe Schokobon perfektionieren. Ernie, what's up? Hey, wir haben wieder das Vergnügen hier. Ihr wisst, ich lasse mich hier nicht bei jemand anderem als dem Tenner meines Vertrauens tennen. Ich will doch auf der Bühne die perfekte Bohne haben. So, schön, deswegen, let's go. Auf geht's. Fertig, Hautfarbe Schokobon, jetzt geht's wieder back entspannen und ein bisschen pennen. Also Ernie, an dieser Stelle nochmal, machen wir lieber so, ne? Vielen Dank. Gerne. Und wieder zurück. Ich stand wirklich ungelogen insgesamt über 2 Stunden im Tanning mit Tennen nochmal ein bisschen nachmachen, Gesicht und so weiter natürlich trocknen. Also schöne Grüße an die Jungs im Backstage im Tanning. Es war unfassbar lustig. Es ist wirklich wie in der Knastdusche, alle an der Wand nebeneinander und unter Arme hoch gegen die Wand und hatten da richtig witzige Gespräche, bisschen gepostet und so weiter. War richtig, richtig lustig, sind 2 Stunden noch schnell umgegangen, aber reicht dann auch. Und ihr seht aber, ich bin extrem braun. Also wirklich extrem braun. Jetzt wird erstmal nochmal ein bisschen geladen, weil ich habe richtig, richtig Hunger. Ich will ein bisschen hier laden. Ganz bisschen Carbs rein. Es ist schon Männermasters 2, dann ist Gesamtsiegerschächen Pause. International Bantam, Super Bantam. Also so lange ist es gar nicht mehr. Ich bin langsam real hier. Was ich hier gerade noch in meiner Tasche entdeckt habe, das muss ich euch jetzt nochmal zeigen. Zieht euch das bitte rein. Konstantin, vielen Dank dafür. Also, mein lieber Trainerkollege hat mir nämlich die hier geschenkt, weil er gesagt hat, wenn mir die Eier fehlen sollten, hat er mir die geschenkt, damit ich Eier habe für den Wettkampf. Also, danke dafür. Danke, Babe, für diesen Coffee. Den werde ich mir jetzt geben und es hat perfekt gepasst eben von der Menge, was ich noch gegessen habe. War halt jede Menge Honig habe ich noch reingehauen, also wirklich jede Menge noch einfach Zucker, schnelle Kohlenhydrate und es war von der Menge auch perfekt. Mein Tankvolumen ist nicht zu voll, beziehungsweise mein Magen ist nicht zu voll. Ging einiges rein, weil ich heute nicht viel gegessen habe bisher und jetzt gerade, wenn ich in 2 Stunden ungefähr dran bin, dann passt es perfekt, ist noch ein Kaffee und dann hinlegen, Kopfhörer auf und da hilft auch die Schlurftechnik echt. Fokussieren. Okay, jetzt wird es ganz schön stressig. Ich lag hier ganz entspannt, dachte, es dauert noch. Auf einmal heißt es jetzt Backstage, es kommt international. Jetzt haue ich mir den Shake hier rein. Also der Shake. Nochmal um darauf einzugehen. Kurz vorher eigentlich, ja, das passt aber 3/4 Stunde vorher. Er aß einfach um, weil wir hier gleich eine muskuläre, harte Anstrengung haben, damit der Organismus danach mit Aminosäuren versorgt ist, einfach für die Psyche quasi. Das Salz eben habe ich glaube 4 Gramm drin, 3 waren eigentlich geplant, um eben den Blutdruck zu erhöhen, damit mehr Blut fließt für die Vaskularität, die Venenzeichnung. Dann eben noch Citrullin, Stickstoffbooster, stellt die Gefäße weit und sorgt eben für mehr Blutfluss. Und dann noch hier sowas hier zum Beispiel, um den Blutfluss eben auch zu erhöhen. Das sind einem und vor allem Glückshormone auszuschütten. So, jetzt gilt es erstmal nach hinten zu gehen und ja, doch schneller als gedacht. Let's go. I'm ready. Das ist krass. 20 Wochen in diesem Moment gleich. 20 Wochen. We'll see. Ja.
mein erstes bisschen Süßigkeiten-Schokolade seit über 20 Wochen. Okay, das ist hart. Glow ist drauf, Glanz. Den hau ich jetzt weg und dann mache ich mich warm. Dann geht's nach unten und dann da nochmal richtig warm machen und aufpumpen. Ging mir jetzt doch ganz schön schnell. Ich muss sagen, ich habe noch ein bisschen was im Magen. Ist aber in Ordnung. Ansonsten jetzt hier ein bisschen vorpumpen. Geht's nach unten, da ist noch Hanteln, 20 Minuten. Einfach. Und dann geht's richtig los. Und das heißt, dass erstmal die Adern ausbringen, weil die sind halt gar nicht am Start. Übrigens, Nikola, ich habe das Schrankband einfach aus dem Schrank genommen. Ich bring's wieder zurück. Jetzt hier schon mal ein bisschen vorgepumpt, einfach für den Fuß. Füße. Was jetzt fehlt hier? Da. Ich bin körperlich da. Ich kann mir keinen Vorwurf machen. Danke für all eure verdammte Unterstützung die letzten 20 Wochen. Für jeden Einzelnen, wirklich auf jegliche Art und Weise. So, jetzt gehe ich nochmal in mich, full focus auf die Bühne, abreißen. This is the goal. Everywhere that I go, everything that I do, I will always be.
second posing routine. Also first off, Musik gekürzt? Die Musik, naja. Guck mal, die Kür wurde abgebrochen, ich war am Anfang ein bisschen zu schnell. Ich hatte es, Leute, ich habe es so verinnerlicht, ihr hättet mich nachts wecken können und ich hätte die Pose in der Kür stehen können. Dann, ja, war ich ein bisschen zu schnell und dann zum Schluss haben sie die echt nach 60 Sekunden und nach ein bisschen länger abgebrochen, sodass die letzte Pose gefehlt hat. Aber was soll's, hat sonst gepasst. Ansonsten, ja, war krass, war hart. Finale, klar, das war mindestens das Ziel, gar keine Frage. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch, aber alles gut gelaufen. Bis auf die Kühe, Leute. Die Kühe hätten viel besser sein können. Was soll's, ich habe alles gegeben. And now let's review the results. Of the bodybuilding class between 65 to 70 kilograms. Top 6 finishers. 6th place goes to Tobias Schröder. The 5th place goes to Stefan Humpfer. The 4th place goes to Erik Weidmann. Three are down and three to go. 3rd place goes to Karim Asadra. Yes! Luca! Yes! 2nd place goes to Luca Del Gaudio. And the winner is, and the German title from the 65 to 70 kilograms class goes to Thomas Grave. Thank you guys, one picture of your 6 together. So, give us one pose please. Thank you, the top 3 stay on stage, the other 2 backstage please. So, jetzt nochmal. Ja, ich finde noch nicht die richtigen Worte. Jetzt gehört 4. Platz. 4. Platz. Ja, ich meine. Ja. Ja. Du bist zwar mehr angepeilt, was soll ich sagen? Aber. Brauche nur ein paar Minuten, um das Ganze ein bisschen zu verarbeiten. Abstand zu gewinnen. Dann wird es auch gehen. Aber. Das war nicht das Ziel. So, Backstage, Leute. Gerade noch hin. Das Backstage-Fotoshooting gemacht, war auch geil. Fotos in Bestform nochmal rausgeholt. Ja, also nochmal versuchen, die richtigen Worte zu finden. Ja, das Ziel war es natürlich, alles zu gewinnen, was es zu gewinnen gibt, was es zu gewinnen gab. Denn, ja, ihr wisst, man bereitet sich niemals für den 2. Platz vor. Man bereitet sich immer für den 1. Platz vor. Das war das Ziel. Ich habe die letzten 20 Wochen alles gegeben, jeder, der mich kennt. Jeder, ausnahmslos jeder, der mich kennt oder verfolgt über YouTube, Instagram, alle Freunde, Familie, Bekannte, jeder, der mich auf irgendeine Art und Weise irgendwie kennt oder auch unterstützt und sonst was, weiß, dass ich alles gegeben habe, dass ich nichts habe anbrennen lassen und dass ich mir auch jetzt, zu diesem Zeitpunkt, keinen Vorwurf machen kann. Null. Also, ich habe nach wie vor ein reines Gewissen.
zuerst, als ich da auf der Bühne stand, 13 Athleten waren wir. Und hat Arne auch gesagt, hat man mir angesehen, irgendwie habe ich dann schon irgendwie gedacht, ich komme nicht ins Finale. Aber dann war ich im Finale, Top 6, alles gut. Das heißt, ich konnte meine Kür zeigen, habe ich euch ja eben schon gesagt. Musik wurde ein bisschen früh ausgemacht, aber gar kein Ding, hat keiner gemerkt. Lief auch alles, aber irgendwie habe ich dann geahnt, dass ich keinen Pokal kriege. Ja, und dann war es das zweite Mal wieder nach der Provo Classic, ein vierter Platz. Knapp am Treppchen vorbei, knapp keinen Pokal bekommen, wieder eine Medaille. Weit, weit am ersten Platz vorbei. Ich meine, vierter von 13 ist in Ordnung. Aber wer meine perfektionistischen Ansprüche kennt, der weiß, dass es nicht genug ist. Aber ich bin auf jeden Fall. Ja. Ich kann nicht mal sagen, dass ich richtig niedergeschlagen bin. Eigentlich ist gerade eher so, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich weiß nicht, vor 2 Jahren, als ich nicht ins Finale gekommen bin, als ich Siebter geworden bin, das weiß auch so gut wie keiner. Bin ich direkt da hinten auf Toilette, habe mich eingeschlossen, habe geheult wie ein Bekloppter. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, wirklich. Nur mein Bruder stand neben mir, hat mich getröstet. Ich war echt am Boden zerstört in dem Moment, vor 2 Jahren. Danke, Bruder Herz, für alles. Und dies Jahr Vierter, ich war im Finale, ich habe meine Kühe gezeigt. Viel mehr erreicht als vor 2 Jahren und ich bin mit mir im Reinen. Also langes Gelaber jetzt, aber einfach. Ja, das Ziel habe ich erreicht, die beste Form meines Lebens bis dato aus mir rauszuholen, bis zu diesem Zeitpunkt besser zu sein als vor 2 Jahren und einfach 20 verdammte Wochen Disziplin, Fokus zu zeigen und alles zu tun, was notwendig ist, um zu diesem Punkt zu kommen. Ich bin über mich hinausgewachsen, ich habe mein persönliches Ziel erreicht, ich habe den 4. Platz erreicht, aber für mich persönlich habe ich alles erreicht. So, viel Gelaber. Jetzt seid ihr wahrscheinlich schon eingeschlafen, also aufwachen. Schnappt euch wieder ein Stück Popcorn, Video geht weiter.